Ja, war echt eine geniale Stimmung. Die Kulisse war unglaublich. Ich meine, die Fernsehbilder haben es gezeigt. Für uns Fahrer war es wahrscheinlich das größte Stadion der Welt, was uns Paris da heute geboten hat. Und ich habe immer noch Gänsehaut und bin mega happy, dass ich so ein gutes Rennen fahren habe können. Nein, das kriegt man mit. Also ich glaube, die waren so laut, das kann man keiner erzählen. Das Feuer nicht drüber springt an den Sportler, war eine unglaubliche Kulisse. Ich habe es sehr genossen und ja, ich fahre immer gern mit Emotionen und deswegen hat es heute super hingehauen. Ganz genau, also wenn man jemand vor dem Rennen sagt, du fährst Top 10 bei den Olympischen Spielen, nimm es immer. Jetzt muss ich natürlich sagen, die Bronzemedaille war greifbar nahe. Das heißt, ein Auge weint ein bisschen, aber ich glaube, da muss ich meine eigene Vernunft plädieren. Sechster Platz hier in Paris, großes Rennen, bin sehr happy. Ja, mich freut es irrsinnig, dass die Leistung anerkannt wird und dass man auch einen sechsten Platz quasi feiern kann, weil es war einfach logischerweise Olympische Spiele, die ganze Weltspitze ist da und kann man schon stolz sein.